So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days. Ich bin der Tuborg, mit dabei ist der Kuga. Einen wunderschönen guten Abend. Genau, wir haben da draußen richtig irgendwie Terror. Wo ist die blöde Kuh denn? Ach, die macht doch wieder Harry. Irgendwo ist Metallzerbruch gegangen. Ach, da hinten ist sie. Da hinten ist sie. Oh, ich sehe sie schon. Meine Freundin, ich komme. Ich komme. Ah, ich komme. Warte mal, ich komme nochmal hin. Die ist ja bestimmt verstorben jetzt, die Mistbluder, ne? Glaubt die es hin. Alles kaputt gemacht hier. Ah, nein, du. Klar, hier ist die Oh, die hat gleich Loot da gelassen. Hey, super. Na, klasse. Pistole 2, 10 Schuss, hast du nicht gesehen. Bester Kram. Okay. Dann darf sie auch hier sterben, ne? Ja, supi. Warum liegt hier Schrott rum? Wer ist denn das letzte nach Hause gekommen? Du. Ich nicht, nein. Sicher? War ich der letzte? Ich weiß das gar nicht mehr. Ist schon so, nee. Also ich glaube, ich hab's im Fleisch und Blut, die Frames abzubauen, damit die Zombies nicht reinklettern können. Aua! Oh. Aua! Warum springst du in die Spikes? Ich muss halt testen, ob die was taugen, weißt du? Hab ich doch schon. Ich hab doch schon alle rot gemalt. Ach ja, okay. Aber dein Blut ist das. Alles klar. Mir fällt gerade auf. Ah, ich hab wieder so viel Mist und Dreck in der Tasche. Das ist doch wieder toll. Eine Dose Katzenfutter. Wie schmeckt denn sowas? Fürchterlich. Ich meine, das bringt Leben, aber das ist mein Bett was. So, ich weiß nicht. Wir wissen nicht, ob wir heute Hordentag haben oder nicht. Nee, erst in 4 Stunden, also in-game. Ja gut, ich meine, das wird spannend, ob wir, wie gesagt, heute Hordentag haben oder nicht. Da wachsen die Bäumchen in Reihen und Glied. Wir müssen auf jeden Fall Spikes nachbauen noch, ne? Ja, ich bin dabei. Ich habe 247 dabei. Fast 300 mache ich. Ah, stimmt. Ich habe dir Holz gegeben letztes Mal. Ich erinnere mich dunkel. Mhm, ja. Wie gesagt, ich mache fast 300 Spikes. Die werde ich dann mal schön verteilen. Wir müssen aber auch sehen, dass wir irgendwie die Löcher da noch dicht machen, ne? Ja. Los, die Frage, was machen wir da? Sollen wir einfach da einen Betonklotz hinstellen oder? Nee, hier diese, Eisengitter, die können wir ja aufrecht in die Löcher stellen. Ja gut, da müssen wir da auch noch welche herstellen von, ne? Bin mir gerade nicht sicher, ob wir davon schon welche haben in der Produktion. Wie treffe ich die nicht? Warte mal. Augenblick. Der war aber nett. Ja. Der kam hier extra runtergerutscht, um mir den Fall wieder zu bringen. Das ist doch cool. Oh, ich habe schon wieder keine Freunde. Ich muss dich daran. Also die Elle hier, das ist ja. Pass mal auf. Jedes Mal muss man sich neue Freunde suchen. Ja, pass auf, kriegst du noch mal mehr. So. Ich spanne noch mal den Hahn. So. Wupp, das war's. Oh, warte, wir haben wieder was vergessen. Ah. Da habe ich gerade die ganze Zeit von gesprochen. Friends. Na gut. Auf jeden Fall, wir sind erstmal nur am Material sammeln, weil, wie gesagt, wir müssen die Hütte sichern, weil wir wissen nur nicht, ob wir heute haben oder erst in 2 Tagen oder keine Ahnung. Ja, heute Morgen oder übermorgen. Eins von beiden. Ja, eben. Eins von dreien. Heute Morgen, übermorgen. Kriegen wir schon zu sehen. Wird schon funktionieren. So. Und das ist jetzt natürlich der Preis, den wir zahlen müssen für die kurze Nacht. Wir kommen einfach nicht dazu, eine gescheite Mine aufzubauen. Nee. Ich sehe das dann hier mit meinem... Mit meinem Leben ist das nicht so weit her. So, mach mal hier da so und ein bisschen Stein kloppen, ne? Nützt ja nun mal nix, muss auch sein. Ja. So. Bisschen Holz hacken. Und mal gucken, was draus wird. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube Bretter. Kleinholz.
Klein bis Holz, genau. Ich habe ja auch noch, das Waldmoped hier. Was hast du? Das Waldmoped habe ich hier zufällig auch noch da. Das schleppe ich so mit mir rum. Das ist äußerst günstig. Mhm. Was macht denn so furchtbar Krach? Das ist ja unnormal. Ja, aber das schafft schon was weg. Da hast du recht. Wo ist denn das feine Teil? Da ist es. So. Oh, warte, ich laufe erst weg. Da, was machen wir hier? Gehör schon. Oh, warte. Warte, hier ist ein Vogelnest. Mensch, nicht doch. Das war mein Freund. Ja, pass auf. Hau nicht den Baum kaputt. Den will ich noch haben. Oh, das ging dann. Hier quengelt doch irgendwo einer. Ach, da hinten bei dir. Na, gib her. So. So, Moped an. Jetzt aber, ne? Komm. Es ist selbst in Entfernung laut. Alter, der macht einen Krach, das Ding. Das ist furchtbar. Aber ich mag das Teil irgendwie. Ich finde es cool. Ja. Also, gerade wenn du hier Mining richtig geskillt hast und die Stahlwerkzeuge hast, hast du die Bäume so schnell weggehauen, da brauchst du das Teil eigentlich. Am Anfang ist es natürlich unwahrscheinlich geil, weil halt, ne, keine Ausdauer. Ja, richtig. Wipsele. Mensch, doch. Und du levelst ja. Unheimlich schnell. Was hast du gesagt? Ich sagte, man levelt unheimlich schnell damit. Oh, hier ist noch ein Vogel. Nein. Upsala. Oh, da ist noch einer. Einer nach dem anderen. Kein Stress, ihr kriegt alle eure. Genau. So. Guten Abend, Schlumpfine. Schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Hallo, Schlumpfine. So, rück die Pfeile wieder raus. Siehste. So, Augenblick mal. Denk dran, ne? Keine Tiere töten. So, ich war gerade ab. Weiß Bescheid, ne? So, pass mal auf. Ja. Wo ist mein Moped? Da. Ich sag dir in der Zeit, bevor du wegfährst, keine Tiere töten. Nein, ich frag dich vorher. Ich brauch noch ein Kanickel, ein Hühnchen und ein Bär. Ja, ich brauch auch noch drei Bären. Ne, wie gesagt, da müssen wir uns umhauen. Ja, gut. Ist dann Glück, wer den letzten Schuss macht beim ersten Versuch. Nee. Ich komme mit der Säge. Oh, ich finde die so cool. Herrlich. Ach, das ist viel ruhiger so, ne? Ja. Oh, Post. Oh, Post? Nein. Da ist ein leerer. Leerer Sedorn. Warum ist denn leer? Habe ich auch einen. Jo, tatsächlich. Ich habe einen. Moped raus. Na komm, mach. So, bauen wir mal Moped auseinander, ne? Ist aber auch nicht viel leiser.
Was? Ja. Wie? Du lockst die Zombies an. Wie? Ja, reißt. Oh, auch hier, hallo. Oh Gott. Wir gehen halt in die Bärenbar. Meinst du, da ist auch nicht was los? Hä? Wie? Oh, Level 45. Alter Freund, mein Glückwunsch. Oh, der ist noch nicht, danke. Der ist noch nicht durchgekämmt. Eine Eisenspitzhacke, Stufe 1. Alter Freund, du warst ein harter Kram. Wir sind reich, wir können uns zur Ruhe setzen. Ach ja. Ich würde mal sagen, wir haben 4 Uhr durch. Hier doch, 2 Autos, ey, das ist ja. Alter Freund. Ja, das sind aber die Verarschungsautos. Guck auf die. Aufs Leben. Guck auf mein Leben. Ah, ja, hast recht. Verarschungsautos. Kriegt man da was raus? Oh, doch. Bisschen Eisengur, doch. Oh, oh, aber hier sind die schönen Steine, die richtig viel bringen. Was? Ach so, ach die. Diese, die auf Paletten sind, wie die Betonsäcke. Ach ja, stimmt, die alten Säcke, die auf Paletten. Ja, was ist denn hier los? Was ist denn das hier? Ist ja alles kaputt. Was? Wer hat denn hier so Blähung? Hallo? Hier sind Autos drin. Ja, mach kaputt. Ja, die wollen raus, die Autos. Man muss erstmal drum rumlaufen. Warte mal, Waffe in die Hand, ne? Man weiß ja nie, was da so ist. Wir wollen da nicht Ärger mit den Nachbarn, deswegen bringen wir die gleich um, ne? Können die sich nicht beschweren. Puh. So, Feuerwehrstation ist hier und was haben wir hier? Hier ist. Das ist doch wieder Beschiss hoch 10. Da steht offen, ne? Da ist ein fettes Gitter vor. Na toll. Versuchst du gerade in den Parkplatz einzudringen oder versucht da jemand auszudringen? Oh, nee, hier durch die Tür ist echt Panne, das kannst du knicken. Ich würde sagen, wir gehen mal auf die Mauer. Boah, ach, das ist wieder beschiss, das geht wieder nicht. Weil da wieder irgendjemand ein Schild davor geklemmt hat. So, Hallöchen. Jungs, ich gehe mal auf die andere Seite. Das ist ein bisschen sicherer hier oben. Ja. Haut mal da ein Loch in die Wand. Ne, warte, mit der Achse bin ich schlecht. Nicht fürs Auto. Komm her, mein Freund. So schön sinnig. Der kann aber auch die Blatt, ne? Los, nicht so. Du fall endlich mal um, Mensch. Das kann doch nicht sein. Die sieht aus wie ein Igel. Hoppala. Ja, genau. Hau mal die Lampe. Oh, er steht auch nicht wieder auf. Okay. Dumm, die dumm. Hier liegt einer. Nicht doch. Hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. Ja. Müllabfuhr war scheinbar vor uns da. Ja, ja. Oh, ja. Was machen wir denn hier? Ja, komm schön her. Na, na, so. Hier steckt noch ein Pfeil im Boden. Warum? Ein Fahrstuhlfilm. Den letzten Fahrschulfilm, den ich gesehen habe, der hieß Staplerfahrer Klaus. Fahrschulfilm? Ja. Aha. Was hat denn das mit Fahrschul zu tun? Ne, der Reis sagte das gerade, dass es in Österreich einen Fahrschulfilm gibt. Kinder haben keine Bremsen. Fahrschulfilm? Ich habe Fahrschulfilm. Ich sag, was ist ein Fahrstuhlfilm? Entschuldigung. Naja. Vielleicht hatte ich ein kleines bisschen Handtuch im Mund. Wieso bin ich überladen? Warum? Oh. Okay. Ja, doch.
Alles gut. So, hier ist ein bisschen... guck mal, da draußen wandert ein Dicker. Was macht, warum macht er das? Ja, wahrscheinlich will er nach Westen. Bestimmt. Pass mal auf, komm mal her, ich habe hier was für dich. Das ist gut gegen Kopfweh. Ich sehe ihn gar nicht, der ist so unscharf. Ich glaube, ich muss meine Brille mal putzen. Ups, der hat sich kurz hingelegt. Siehste, Auto ist auch weg. Best Chance, was immer mehr, ne? Oh, ganz, ganz viele Bücher. Ganz viele Bücher. Bücher? Wo hast du die gefunden? Hier drin. Gut, noch nicht, aber fast. So. Komm mal her, mein kleiner Igelmann. Nicht, ich nehme dir mal die Stacheln raus. Hier ist noch ein Vogelgeneste. Pet Shop Boys? Ah, wegen Go West. Ja, okay. Wie? Ach so. Na toll, die Bücher waren alles leere Zettels. Zettels? Das waren alles leere Zettels, so ein Mist. So, pass mal auf. Hier ist wieder Besuch. Oh, hier ist noch ein Vogel. Das müssen wir auch noch mitnehmen. Augenblick, so. Hoppala. Was? Hat nicht gereicht? Du schießt auch erstmal auf den, der weit weg ist. Der dir direkt eine klatschen kann, ist dir egal, ne? Ja. Ja, da bin, ja. Da bin ich schmerzfrei mit. Also sowas, ja, nee. Ja, er muss ja eine Chance haben. Ja, klar, also, ne? Da sind wir ja Kumpel, ne? Also so ein bisschen spielen dürfen. Ah, hier ist auch noch. Sag mal, warum sind die ganzen Vogelnester? Haben wir die übersehen, oder? Die sind bestimmt neu gewachsen. Ja, nicht. Nee, wir waren hier, glaube ich, noch gar nicht so wirklich. Warum gehst du so schnell? Also in der Feuerwehr waren wir ja. Da kann ich mich dran entsinnen. Guten Tag, Ruine. Guten Tag, dicke Lady. Ach, siehste. Gut, die ist umgekippt. Leichte eine Schwächeerscheinung. Ist auch besser so, ne? Ein blauer Sedan. Oder braun. Bleibt nie black. Wie komme ich an Blau? Gott! Wie? Ich brauche Zielwasser. So. Ich hab das Aim des Todes heute. Blechdose. Scrap. Eisenrohr, wir 11 Eisenrohr, die brauchen wir auch nicht. Was soll der Mist? Da können wir einschmelzen. Ja, jetzt habe ich die, ne? Passt genau für die Tasche gemacht. Achso, okay. Wann kriegt man Bescheid, wann Blutmond war? Um 6. Ich glaube um 8, ja? Es war doch um 8. Ich bin mir nicht sicher. Ich wäre auch nicht. Schlumpfine, weißt du das? Och, da ist eine ganze Horde. Was ist denn dir los? Och, du grüner Gott. Da läuft wie denn, ne? Verkaufsgesellschaft. Ja, mach kaputt. Ja, ich bin dabei. Augenblick, ich geh mal hin. Laufen auch noch Hunde mit vielleicht, eventuell. Wo kommst du denn her, Kollege? Das ist ein Spider. Ich glaube, das ist ja wohl nicht. Ein Spider vorweg. Ist ja nicht zu fassen. Ist ja nicht zu fassen. Ich glaub's ja wohl nicht. Jungs, wir sind hier. Hallo. Hier bin ich. Aber seid ihr? Wir sind auch irgendwie Spucker und so ein Krams. Alter, hier ist richtig was los. Hallo von Confetti. So, pass mal auf. Und safe. Oh, was ganz dickes. Die Spuckers. Glaube ich, sind das, ne? Ah, nee. Die Polizistentypen. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute schlägt so nah? Herrlich. Oh, er läuft, er rennt, der Dicke rennt. Warum rennt denn der jetzt? Nee, das ist ja ekelhaft. Das machen die doch im Sterben. Was? Das haben die auch schon immer gemacht, kurz vorm Sterben. Tatsächlich? Ja, die Kopse immer.
Was ist denn das hier? Ist ja ekelhaft. Hier ist ein Haufen Klumpen Igittigit. Pass mal auf, ich hab hier was für dich. Pass mal auf, kleine. Ja, das war eine Biene. So, kleine Biene. Kompostbogen, sowas braucht doch kein Mensch mehr. Pass mal auf, kriegst du mal. Ja, und böse. Steinpfeile auch nicht. Die böse Biene. Schießt du wieder teure Munition durch die Gegend? Ja, ich will auch mal. Nee. Stimmt, hast recht. Bevor er stirbt, will er losrennen. Und dann macht er doch Peng, ne? Was nicht das? Hui, du bist aber flott. Oh oh. So, wo sollen die anderen Jungs hin? Die sind doch hier hochgestiefelt, glaube ich. Ich glaube, die haben das nicht so mehr abbiegen, ne? Die laufen immer geradeaus. So, lauf mal den Berg hoch. Alter, wo sind die denn hin? Boi. Die sind abgebogen, da sind sie. Mensch, das ist ja nicht zu fassen. Einmal Kinn, einmal Lippe. Hier, guck dir das mal an. Guck dir das mal an. Ich gucke. Der Zappelverein. Alter, von 1, 2, 3, 4, 5 Mann. Pass mal auf, ich hab hier was für euch. Achtung. Ich treff keinen von denen, das gibt's ja gar nicht. Doch jetzt ein. Zwei. Siehst du? Ein bisschen Richtung ändern hier. Kommt her. Hier hinten ist die Musik. Spiel mir das. Was denn, wo denn? Da. Spiel mir das nicht vom Tod. Man, das finde ich jetzt gut, ne? Alles schön in der Reihe, da kannst du immer jemanden treffen. Was? Die ist ausnahmsweise nicht nach dem dritten Treffer umgefallen, sondern dreisterweise stehen geblieben und hat mir noch eine schicke Watschen verpasst. Klatsch. Hast du verdient, was? Hast du verdient. Hier ist nochmal ein bisschen... Wo waren wir noch gar nicht? Echt nicht? Oh, oh, oh. Hier, Quest. So, wo sind die Jungs denn hier? Hier ist noch... Oh, Mensch, hier ist noch... Ich dreh durch. Ich dreh durch. Nail some Chicken Challenge. Wo seid ihr hin, Freunde? Ach, da sind die ja. Da vorne ist noch eine... Ja, genau. Hast du mich entdeckt, ne? Ey, ja, Reis, da hast du recht. Zum daneben schießen sind Steinpfeile super. Bloß dummerweise weiß man vorher nicht, was man laden sollte. Gut, der ist umgekippt, ist sozusagen hin. Das nehmen wir noch mit. Pass mal, wo ist denn der? Hier war irgendwo. Da ist er doch. Da ist er doch, der blöde Knecht hier. Das würde es übrigens für mich unwahrscheinlich viel leichter machen, wenn du mit ganzen Sätzen arbeiten würdest. Ja, hier ist so ein Krabbler. Ja. Wer ist er noch? Ein Krabbler? Ja, einer, der die Wände krabbelt. Ein Spider. Genau, genau, so einer. Achtung, nochmal, Achtung. Nochmal. Na, also, bitteschön. Oh, du komm, ne? Okay, einen kriegst du noch. Ja, siehste. Ha, wer da lacht, Mensch. So ist er hin, der Spider. Er hat sich verdünnisiert. In Luft aufgelöst. Oh, hier ist ein... Oh, hier. Kartoffeln. Massenhaft Kartoffeln. Nimm mit. Ja. Hoppla. Entschuldigung. Ich hoffe nicht, ich habe ihr Make-up versaut. Hast du wieder zu extrem geknuddelt? Nee. Ich wollte ein Piercing reinmachen, aber... Ich glaube, das fand sie nicht so lustig. Es war ein bisschen groß. Und nicht so rund wie erwartet, wahrscheinlich. Nee. Aber am Ende war es flauschig. Da wäre nicht viel dran, dran, ne? Ui. Ui, ui, ui. Jetzt fällt mir dazu gerade was ein, aber das können wir erst nach 22 Uhr. Ach du großer Gott. Na, hüpf hoch! War der Bot wieder so über... Ja, der Bot ist wieder so übervorsichtig, ja. Oh, blockt da wieder alles weg? Ja, der ist wieder sowas von... Ah, so kindisch, mein Gott. Wie krieg ich die Kartoffeln hier raus?
Mit den bloßen Händen. Box sie mal raus. So, yes. Hui! Was machen wir denn da draus? Kartoffelsalat oder? Ja, schön Eintopf, wenn wir alles haben. Ja, und dann müssen wir noch irgendwo ein Schwein finden, dann machen wir noch Wurst draus. Aus Kartoffeln? Nee, aus dem Schwein. Ach so. Dann gibt es Kartoffelsalat und Würstchen. Oh, das hört sich ja nach Gaumenschmaus an. Mhm, wie bei Mutti. Wobei, ich stehe ja mehr auf Nudelsalat. Ah, ich glaube, wir finden keine Nudelpflanze. Nee, wahrscheinlich eher nicht. Aber wir können, vielleicht haben wir Glück. Ja, wir können ja mal hier so eine Pasta-Dose aufmachen und die mal in den Boden rammen. Versuch mal klug. Was habe ich jetzt hier? 59 Kartoffeln. Das ist doch mal eine Ansage. Warum ist das so laut? Wo seid ihr? Was? Seid ihr über mir? Ja, wieso? Hört sich an wie eine Biene oder was? Ja, ich habe hier mal ganz vorsichtig an der Tür angeklopft. Und auf einmal geht die Party los. Ich höre schon. Guten Abend, Papa Schlumpf. Schön, dass du reinguckst. Da ist sie doch, die Hübsche. Hallo, Mensch, du hier. Ich bin am Piercing verteilen hier gratis. Siehste, hat auch gleich geklappt, nicht? Und auch fast ohne Schmerzen. Siehste, zwei Schuss, dann war die Sache durch. Ich musste nur einmal nachstechen, dann war das wieder gut. Hab ich das jetzt gerade richtig gedeutet? Bei dir ist Schlumpfine und Papa Schlumpf? Ja. Ganz, Schlumpf, ist ja ganz Schlumpfhausen ist bei mir. Ja, wollte ich gerade sagen. Wo ist denn hier was los? Bist du hier in der Hütte drin oder was? Alter Freund, hier ist doch richtig was los. Wann sind die maulig? Das machst du nicht nochmal, du Hund. Hast du einen Hund da? Oh mein Gott. Nee, so ein radioaktiv... 8.34 Uhr. Arschloch-Zombie. Ach so, 8.34 Uhr. Keine Hordennacht heute. Was machst denn du da unten? Können uns verspannen. Entspannen. Ich habe hier ein Vogelnest gefunden, deswegen bin ich hier unten. Ausreden hat er. Ja, da mache ich mir keine Sorgen bei dir. Au! Du, die Hütte. Die Teilspitze im Popo. Die Hütte ist nicht so ganz fit, glaube ich. Nee, aber hier ist schon jetzt der zweite Rucksack. Ach so, gut, das lohnt sich dann wieder. So. In einer Messer. Auch das noch. Was habe ich denn noch alles in der Tasche für einen schönen Kram? die Dinger, weißt du was, die kriegen mir die Erde rammen hier. Aha, eine komplett verbarrikadierte Tür. Das ist doch komisch. Und warum? Ich witter Loot. Oh ja. Da ist auch direkt Party hinter. Tatsächlich. Hab ich schon so viel verpflanzt? Okay. Da ist viel Party hinter. Tatsächlich. Soll ich kommen? Der ist durchgebackt! Der Bug-User, der Cheater! Siehst du? Kenn ich. Jetzt kenne ich ihn woher. Die Tür ist noch gar nicht offen und er ist schon draußen. Das war doch genauso mit der Panzertür. Lebst du noch? Ja, noch. Keine Anzeige. Alles gut. Alles gut. Ich komme mal hier hoch. So. Eigentlich schon wieder schlecht hier. So, hupf. Hü, hüpf. Oh, jetzt ist auch noch Flip da. Oh, ein Waffenschrank. Warum? Oha. Hast du was zu futtern dabei? Was? Zu futtern? Ja. Ja, das ist so ein bisschen Mangelware bei mir gerade. Okay. Dann haben wir beide das gleiche Problem. Also, jedenfalls ich habe das Problem. Oh, ich bin auch radioaktiv. Bleib besser weg von mir. Ja, kein Thema. Ich bleib weg von dir. Kein Problem. So, Mensch. Also die Hütte ist ja halb gut, ne? Es sei denn, du hast ein Antibiotik.
Ich kann den Ei anbieten. Hab ich auch. Macht Radioaktivität nicht weg. Macht das nicht? Na. Nein. Ich hätte dir auch eine Kartoffel geben können. Ich helfe mal mit. Das geht gar nicht. Was musst du eh nehmen? Ich habe eh keinen Platz. Ja, ich habe jetzt durch die Seuche natürlich die Ausdauer des Todes. Ja, es läuft ja dann wieder, ne? Dreimal schlagen, keine Ausdauer mehr. Ups, bitteschön, nicht? Juhu! Compound Bow, Scrap. Hier, Steinfall, kannst du haben. Schrotzenmuni, Crossbow Bolt, Scrap. Und was bist du? Ein Rod and Spring Replacement. Braucht kein Mensch. So, Federn habe ich. Pfeile habe ich auch. Hier geht's nach unten. Ich will nach oben. Hier geht's hoch. Armbrustbolzen, die braucht kein Mensch. Nee. Kann ich die nicht verlegen? Oh, das geht. Ja, kriegst ein bisschen Holz zurück, glaube ich. Der Schrott. Ah, Schrott sogar, okay. Das ist doch cool. Pass auf, zwei Motoren habe ich gefunden. Ja, gefunden habe ich sie nicht, aber ne, nehme ich trotzdem mal so mit. Du hast sie fachmännisch demontiert. Ein Steinpfeile. Oh! Die lassen wir doch schön, die machen wir schön liegen. So, geh mal Treppenhaus runter. Das ist ja noch ganz. Geh doch lieber hoch. Oh, ach ja, stimmt, hoch wollte ich doch. Weil, wenn wir von unten nach oben looten, ist nach oben gehen besser. Ja, richtig, das stimmt. So, wer wohnt denn hier noch? Tschüss. Na hier, Power Looter war schon durch. Ah, ich meine, die Bude hat einen Vorteil, ne? Ja, ist luftig. Die feudelt sich von selber. Ja. Und du brauchst nicht lüften. Warum ist hier eine Leiter dran? Oh, was bist du? Scrap Plate Chematic. ich muss Platz schaffen. Hier, Glas braucht man nicht. Also der Dachboden ist auch schön. So Licht durchflutet, ne? Ja, ja. Gefällt mir. So eine Dachterrasse, ja, mit Aussicht, ne? Dachterrasse ist immer cool. Ja, das, ne, muss ich auch sagen. Aber mit einer Aussicht hier, ne? Wahnsinn, Alter. Oh, und das Wasser erstmal. Ach nee, das war was anderes. Stimmt, wo ist das Wasser überhaupt? Braucht kein Mensch. Wasser braucht kein Mensch. So. Soll ich schlatsch mal nach Hause, mich kurz verpflegen und heile machen? Ja, ich will auch mit. Nach Hause. Okay. Weil sonst hätte ich gesagt, lass uns mal eben eine Müllkiste basteln. Aber wenn wir beide gehen, kann jeder sein Zeug selber schleppen. Ganz genau. So, pass mal, und fange ich die Zeit wieder rum? Ist schon soweit. Ja, das ist ja nicht mal. Das geht ja viel zu schnell. Das ist. Du gönnst den Leuten gar nichts mehr, ne? Hm? Doch. Ach so. Die hoffen auf die nächste Folge. So, ja, komm, mein Freund. Okay. Ah, du bist wieder sowas, ne? Der ist wieder, der lässt sich Zeit mit alles. Ja, ich schäme mich gerade auch ein bisschen, weil der Reist hat das schon ganz richtig erkannt. Ich bin Biohazard und nicht radioaktiv. Läuft bei dir, ne? Ja, läuft. Und Reist? Nein, das ist noch nicht mal gehen, das ist rennen. Ich habe die Shift-Taste permanent gedrückt. So, und nichtsdestotrotz sagen wir mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt doch was in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben. Und nicht vergessen, auf den Abo-Button drücken. Denn so verpasst ihr keine Folge. So wisst ihr immer, was auf dem Kanal gerade los ist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüssi. Und das Wichtigste hat er vergessen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ja gut, hätte ich auch sagen können.